So, bloß vorsichtig, Alter. Wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. So, gucken wir mal aufs Mäppchen. Was sagt mir das Mäppchen? Du erzählst mir jetzt... Nein. Nee, ne? Hä? Das ist nicht wahr. Guckt euch das an. Das ist nicht wahr. Ich bin die ganze Zeit... Nee, ne? Du erzählst... Leute, ich bin so blöd. Nein, oder? Das ist nicht wahr. Ich grab die ganze Zeit in die falsche Richtung und wundere mich, wieso es nicht funktioniert. Oh Gott, ich weine. Ich weine. Das ist... Ey. Das ist doch nicht wahr. Okay. Neuer Plan. Da habe ich ehrlich gesagt Riesenangst, dass ich runterfalle. Und das werde ich. Und dort werde ich dann verrecken. Und das möchte ich nach Genügen irgendwie vermeiden. Na toll. Aber selbst wenn, was mache ich denn jetzt hiermit? Also da hinten baue ich erstmal wieder zu. Supi. Ja. Und ich frage mich ernsthaft, wieso es nicht funktioniert. Wieso ich einfach das andere Ding nicht finde. Wieso finde ich die Höhle nicht? Es war mir ein großes Rätsel. So, meine lieben Abonnenten, eure Ideen sind gefragt. Was mache ich jetzt mit einem meterlangen Schacht? Einfach nur ein leerer Schacht, der jetzt einfach mal falsch gegraben wurde. Was zur Hölle tue ich mit dem? Helft mir, bitte. Bevor ich mir selbst helfe und sterbe. So, erstmal mache ich das jetzt hier. Und dann, weil ich Angst habe, dass ich runterfalle... Warte, wie lange nehme ich jetzt auf? Ah, fast eine Stunde, aber das kriege ich noch hin. Mache ich jetzt Folgendes, und zwar... Wo war das jetzt? War das hier? Perfekt. Cheaten wir jetzt ein bisschen. Wir sind jetzt böse. Nee, wir sind nicht böse, aber... Das eben ist aber immer noch... Ja, okay, gleiche Ebene. So. Und zwar nicht, weil ich die Spalte ausfliegen möchte, das werde ich nicht tun. Die werden wir erkunden, aber ihr seht, ich möchte mir hier diesen Übergang basteln. Denn wenn ich da jetzt am Rand tanze und mir diesen Übergang bastel, werde ich zu 95% runterfallen. Und weil ich da große Angst habe, obwohl ich habe es eigentlich ausgestellt. Nee, ich habe es ja nicht ausgestellt. Stimmt ja, mit den Cheats. Cheat nicht geht bei dir. Weil Obi-Wan das so bestimmt. Okay. Das war's auch schon. Survival Bag and weg. Ja, Freunde, da haben wir jetzt ein bisschen Dynamit verbaddelt, unsere Zeit vergoldet, aber hey! Immerhin. So. Mach hier mal ein bisschen Licht. Jetzt können wir auf die Karte ja gucken. Jetzt muss ich nur eine ganze Weile graben. Ich war ja oben links. Ich muss da aber auch noch graben. Und zwar ungefähr bis da vorne. Das heißt, ich werde jetzt erstmal das hier machen. Ich erstmal bis da vorne durchgraben, damit wir schon mal einen Anfang haben. Da werden wir nächstes Mal, hoffe ich, sprengen. Ja, jetzt höre ich hier auch Dorfbewohner. Ich habe mich doch schon gewundert, wieso ich keine Dorfbewohner höre. Ah, ja. Ja, wie gesagt, haut Ideen raus, was ich mit dem meterlangen Schacht machen soll. Ich habe keinen Schimmer. Außer, dass der da jetzt existiert und ungenutzt ist. Naja, immerhin haben wir ein paar Steine besorgt. So.
So eine richtige Trollmusik. Ach du Kacke. Gibt's hier Stau? Haben wir ein Problem? Ich hoffe nicht. Sag mal, handelt ihr eigentlich noch mit mir? Vielleicht kann ich bei euch ein bisschen Zeug loswerden. Du würdest ja Bücherregale verkaufen. Was kauft ihr denn eigentlich gerade alles so? Ihr kauft ja nicht wirklich viel, ne? Bücher willst du auch nicht mehr? Ihr wollt alle nur, dass ich kaufe, aber ich will eigentlich nicht kaufen. Bücher würdest du kaufen. Geschriebene Bücher auch. Aber wie gesagt, ich will nichts kaufen eigentlich. Stöhnen die jetzt auch, wenn ich Angebote durchblättere? Was haben die denn für Komplexe? Kohle würdest du mir abkaufen? Das ist doch gut. Da spiele ich mit. Rohes Fleisch willst du auch? Und dann kann ich Lederhosen kaufen. Nein! Shit. Ja, jetzt haben wir einen leeren... Zwei. Shit. Muss mit denen vorsichtiger sein. So, du willst nur, dass ich kaufe, aber ich will nichts kaufen. Hey, wir haben einen Mr. Akrobatik-Man. Schau sich das einer an. Nicht schlecht, Herr Specht. So, was willst du mit dir? Gold kaufen, aber ich will doch Gold haben. Na gut. Auf jeden Fall müssen wir da unten auch noch, aber... Das machen wir jetzt alles nächstes Mal. Das ist mir jetzt echt zu blöd, dass ich da jetzt nochmal rumfummle. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar keinen Bock drauf. So, ich würde sagen, dann leere ich jetzt einfach mal die Taschen. Und ich habe sogar noch Eisen. Guck mal, oh, kann ich das wieder reinlegen? Nein, blöd. Brenne ich das nochmal? Und ohne Witz, wieso habe ich Kohle verpasst? Ich bin doch auch blöd. Ich will die Kohle da gar nicht. Also ich will nicht, dass ich Kohle verbrenne. Die brauche ich doch für Fackeln. Auch wenn ich die Ewigkeit, auch wenn ich da jetzt Ewigkeiten Fackeln habe, aber nö. Ich will doch Dings haben. So, Pflastersteine packe ich jetzt mal hier wieder rein. Weg. Und das war's. Dann habe ich ja noch ein bisschen Kies gewonnen. Der kommt hier rein. Dann habe ich noch normalen Stein. Der kommt hier wieder rein. Normaler Stein kann ja ganz weg. Brauche ich überhaupt nicht. Den ganzen Rest behalte ich fast. Wertvolles. Die Smaragde kommen rein. Das Eisen kommt rein. Ui. Und das war's eigentlich schon. Na gut, Karte Nummer 1 behalten wir jetzt mal, damit wir ein bisschen bauen können da. Und ja. Dann wollte ich jetzt was genau machen? Ja, genau. Dann wollte ich jetzt mal ein bisschen abgrasen gehen. Beziehungsweise mir erstmal im Turm angucken, wie unser gutes Zeug denn nun gewachsen ist. Ist jetzt doch einiges an Zeit vergangen, aber eigentlich sollte jetzt alles hinhauen. Eigentlich sollte das jetzt überall klappen. Aber zur Not... Oder zum Glück wandern wir nochmal hoch. Da. Netherwarzen stehen alle. Immerhin. Und unser großes Getreide oben. Wie sieht's damit aus? Aber wir sollten jetzt auf jeden Fall einige Netherwarzen bekommen, weil wenn ich jetzt wieder nur so wenige habe, dann weiß ich ganz genau, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Abfluss. Getreide ist noch sehr viel grün, guck mal. Na, lohnt sich noch nicht, das abzubauen, ne? Na gut. Natürlich doof. Was mache ich denn jetzt noch? Schwere Sache. Wie lange nehme ich denn schon auf? Ah, schon eine Stunde hin. Ich könnte theoretisch Aufnahme wenden, aber das will ich noch gar nicht. Ich hatte mir doch noch was vorgenommen. Was habe ich denn alles noch? So großen U-Bahn müssen, großen Bahnhof müssen wir noch bauen. U-Bahn-Strecke zum Dorf. Machen wir nächstes Mal weiter. Blockhütte, ach, kommt noch. Observatorium mit Feuerwerk, das dauert noch. Chicken Tower, genau. Da, wow, nicht fallen. Kann ich mir ja gleich mal angucken. Was denn jetzt unten rausgekommen ist, denn ich schätze mal, dass das nicht so viel sein wird. Ich schätze mal nämlich, dass hier kein einziges Chicken angekommen ist. Doch, Tatsache, Doch, guck mal, 39. Ich dachte, das Ding wäre kaputt. Okay. Scheinbar funktioniert das Ding doch. Okay, da habe ich mich verschätzt. Ich war der Meinung, dass es nicht geht. Gut, dann kann ich das ja doch von der Liste streichen, weil letztes Mal hat es ja so ewig lang gedauert und ich dachte, das funktioniert nicht, aber gut.
Dann klappt unser Chicken Tower und wir können das beenden. Ah, dann hatte ich noch was zum Reparieren. Was war denn das noch, was ich machen musste?